Sei gegrüßt. Wir haben uns im letzten Tutorial damit unterhalten, mit 2D-Werkzeugeinstellungen, wie man mit Alt-Klick und so weiter etwas übernimmt. Nun möchte ich einen kleinen Sprung gleich ins 3D wagen. Und zwar, wir befinden uns ja hier im Grundriss, im nullten Geschoss. Dann gäbe es erstes Geschoss, zweites Geschoss. Jedes Geschoss hat eine Geschosshöhe, die eben dann einzustellen ist. Und die Elemente werden immer im Geschoss dargestellt und einem Geschoss zugeordnet. Jetzt gibt es die Möglichkeit, nicht nur Linien im 2D, sondern auch Linien im 3D zu zeichnen. Zum Beispiel mit dem Morph-Werkzeug. Hier habe ich die Möglichkeiten, Linienfolgen zu zeichnen, Flächen zu zeichnen oder gleich Volumen zu zeichnen. Ich zeige jetzt einmal ganz kurz Linien. Ich kann hier ganz normal, wie auch normale Linien, zum Beispiel den Abstand 5 Meter und hier in diese Richtung, Moment, ich fahre mal ein bisschen runter. Da halte ich einfach das Mausrad rein und bewege die Maus, damit ich mich bewegen kann. Hierhin, also auch 5 Meter. Und hier mit einem Klick auf den Endpunkt beende ich das. Jetzt habe ich hier sehr viele 2D und ein 3D-Element, das Linien entspricht. Der Unterschied hauptsächlich besteht darin, dass das Morph-Element keine Linientypen zulässt. Also wenn ich hier reingehe, kann ich sofort andere Linientypen verwenden. Das geht im 3D-Element nicht. Also wenn ich hier eine 3D-Linie habe, kann ich zwar alle möglichen Dinge einstellen, die eben ein 3D-Element betrifft, aber keine Linientypen. Konturlinien kann ich schon machen. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel mal auf strichliert nehme, ändert sich trotzdem hier nichts, weil es dann eine 3D-Konturlinie wäre und ich habe noch kein echtes 3D-Volumen-Element. So, wenn ich jetzt nichts aktiviere und Steuerung 3 wähle, dann komme ich ins 3D. Steuerung 2 ins 2D. Steuerung 3 ins 3D. Wenn ich dieses Element jetzt hier aktiviere und die Großschreibetaste reindrücke und auch das Mausrad, dann kann ich um den Mittelpunkt, um den Schwerpunkt dieses Elements alles drehen. Hier. Wenn ich nur das Mausrad reindrücke, ähnlich wie im 2D, verschiebe ich einfach den Ausschnitt. Wenn ich das Mausrad radle, komme ich näher ran. Und zwar immer dorthin, wo ich hinzeige. Und wieder weg. Das heißt, wenn ich hier dabei bin und jetzt diesen Bereich genauer sehen will, dann muss ich hinzeigen und komme zu diesem Bereich. Oder wenn ich von diesem Bereich wegradle, dann wird dieser Bereich dort bleiben, wo er ist, oder dieser Bereich bleiben, wo er ist, oder dieser Bereich bleiben, wo er ist, je nachdem, wie ich mich hinradle. So, es ist auch möglich, Morphs in 3D zu zeichnen. Das heißt, wenn ich hier Morphlinie wieder Linie zeichne, kann ich hier natürlich ganz genauso im 3D hier. Dann kann ich mich hier raufstellen. Ich kann aber auch in die Höhe gehen. Wenn ich hier zum Beispiel nach hinten gehe und dann in der Z-Achse nach oben, dann habe ich hier ein Element in 3D gezeichnet. Und jetzt kann ich zum Beispiel ein anderes Morph mit Linien mit diesem Punkt verbinden, mit diesem Punkt verbinden und mit diesem Punkt verbinden, dann habe ich eine Ebene im 3D festgelegt. Drei Punkte definieren eine Ebene. Nun kann ich auch meine Bearbeitungsebene, die jetzt noch im Grundriss blau dargestellt wird, in die Ebene des 3D bringen. Einfach mit dieser Pipette. Wenn ich mit dieser Pipette anklicke und auf diese Ebene klicke, man sieht es, hier bin ich nicht drauf. Hier zeigt er mir schon an, es würde diese Ebene sein. Wenn ich hier draufklicke, alles, was ich jetzt zeichne, also wenn ich zum Beispiel jetzt wieder Morphlinien zeichne, würde sich in dieser Ebene befinden. Das heißt, wenn ich es jetzt drehe, sieht man es, ich habe jetzt genau in dieser Ebene gezeichnet, auch wenn ich schräg drauf schaue. Gut. Es gibt jetzt keine direkte 3D-Bemaßungsfunktion. Im 2D, Steuerung 2, habe ich jetzt die Möglichkeit zu bemaßen.
ganz normales Kettenmaß. Nehme ich mir mal diesen Punkt. Aha, da gibt es keinen. Diesen Punkt. Doppelklick zum. Aha. Escape. Doppelklick zum Beenden. Und hier schreibt er mir dann das Maß hin. Oder hier. Hier schreibt er mir das Maß. Oder hier. Hier. Und jetzt kann ich auswählen, entweder so, je nachdem wie ich aus dem Pfeil rausfahre. Oder ich sage gleich, hier so ein kleiner Pfeil, überall wo ein kleiner Pfeil ist, wenn ich draufklicke und drauf bleibe, kann ich umstellen, kann ich auch Schrägbemassungen machen. Dann habe ich die Möglichkeit, gerade rauszufahren, genauso wie zuerst senkrecht rauszufahren. Und wenn ich hier in diesem Segment dieses Kreises bleibe, kann ich auch diese Größe angeben. Diese Dinge gehen im 3D nicht direkt. Es gibt Bibliothekselemente, die man im 3D für so etwas verwenden kann. Aber jedenfalls ist es normal nur gedacht, in einem 2D-Fenster hier so zu bemaßen. Wenn ich jetzt wieder ins 3D gehe. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit bei Ansicht. 3D-Navigations-Extras senkrecht auf die angeklickte Fläche sehen. Wenn ich das hier nehme, man kann sich dieses Icon natürlich auch in die Leiste oben legen, und ich klicke jetzt direkt drauf, dann habe ich, wie wenn ich im Grundriss arbeiten würde, aber es ist immer noch ein 3D-Fenster, dann sehe ich senkrecht auf diese Fläche. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendein, ja, ich nehme wieder Morph, weil es das einfachste ist, zum Beispiel einen Morph-Körper zeichne, und jetzt die Höhe noch definiere. Ich befinde mich natürlich jetzt immer noch im 3D. Gut. Gehe ich jetzt wieder zurück. Ansicht 3D-Navigationsextras. Kippwinkel zurücksetzen. Jetzt stehe ich ein bisschen drin. Moment. Gehen wir mal Axonometrie rein. Das geht ja auch. Ich habe jetzt Perspektive gehabt und Axonometrie. Jetzt gehe ich noch zurück, Bearbeitungsebene horizontal, wie es sonst wäre. Hier sieht man es, ich habe den Würfel genau in dieser Ebene und dann nach hinten hoch großgezogen. Das heißt, wenn ich irgendetwas anklicke, zum Beispiel diese Ebene, also Ansicht, 3D-Navigationsextras, senkrecht auf die angeklickte Fläche. Wenn ich diese Fläche nehme, dann sehe ich senkrecht auf diese Fläche. Ansicht. Jetzt stoppt er mir. Moment. Jetzt hat nochmal in Archicad kurz gesponnen. Ansicht. Navigation Extras, Kippwinkel zurücksetzen. Und gehe mal kurz in Perspektive. Wieder zurück. So. Also, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man verändert die Bearbeitungsebene, die ich hier wieder auf waagrecht gestellt habe, oder man schaut auch senkrecht auf angeklickte Flächen. Beide Möglichkeiten bestehen. Und dann kann ich eben drauf arbeiten. Gut, bis hierhin einmal. Danke.